Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Zockerei, hier sind wieder eure Microwavers. Nachdem wir ja so erfolgreich die 7 Days Order abgewehrt haben, spielen wir noch in Ruhe 7 Days to Die. Ja. Bei mir sind der Baldur Askerson. Hallo, von wegen erfolgreich. Und der Lupus Nox. Hallo zusammen. So, ich bin der liebe Daikasei und pack dem Lupus jetzt mal ein paar Fackeln in die Kiste. Ja, nachdem du erstmal damit der Lupus auch wieder ordentlich was abbrennen kann. Das gibt's doch nicht. Baldur? Ja. Wie viel Schießpulver haben wir eigentlich mittlerweile? Ich habe 426 bei mir im Inventar. Und es sollten noch 300 bla in der Munitionskiste sein. Na 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 na. Pipe Bombs! Pipe Bombs! Oh oh oh. Na gut, dafür fehlt dann Duct Tape, ne? Ja, nicht nur das, die finde ich auch gar nicht mal so effektiv. War gut, die Dinger. Du musst die nur richtig schmeißen. Ja, genau das ist das Problem. Die richtig hinzuschmeißen, ist so eine Sache für sich. Baldur, der Lupus lacht schon wieder so beängstigend. Was? Würde ich nie machen. Nein, du bist kein Tier, das ich erschießen will. Du bist ein Zombie. Geh weg. Ich hab gesagt, geh weg! Spitzhacke in den Kopf! So. Was heißt, dass du den Zombie nicht erschießen willst, oder was? Er hat für mich nur gerade keine Relevanz. Euer so. Heid. Immerhin habe ich jetzt noch First Aid Schemata gefunden. Das habe ich jetzt einmal, ja. Wenigstens hat sich die NAS diesmal gelohnt. Jetzt was Besseres, hat er First Aid Kits gefunden. Nee, das Schemata, Blueprint. Das bringe ich auch einmal mit. Oho, oho. Entschuldigung. Ich glaube, der wird schon wieder ein bisschen seltsam. Boah. Schon wieder ein bisschen. Gerade sagen. Sind ja auch ein bisschen mehr sein. Sind ja nichts anderes gewöhnt eigentlich, ne? So. Leider war. I hit the open range. Das kann sein, dass im Pinewood keine Tiere existieren. Doch, ich hab ja gerade eben einen Hirsch erschossen. Also ich habe noch kein einziges Tier gesehen. Ich hätte da eine saublöde Idee. Was, Also nichts Neues, ja, was denn? Jetzt mehr wie zwei Beine hat. Ich hab hier gerade eins, das mindestens mal drei hat. Ha, 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 ha. Okay. Kommt gerade auf mich zugedösselt. Da haben wir nochmal. Oh, was war da? In den Sack! Aha, ich habe noch eine Ortschaft gefunden. Das ist ja widerlich. Weil ich eine Ortschaft gefunden habe, oder? Ja. Was ist denn daran widerlich? Frag ich mich auch gerade. Naja. Zombie tot. Dann soll er es halt widerlich finden. Oh, da ist ein Haus mit einem krummen Dach und roten Wänden. Hm. So, da haben wir ein Person Gas. Das heißt, Benzin haben wir auch. Die Versorgung davon. Also entweder habe ich jetzt viel Glück oder ich bin gleich tot. Nein, du musst vielleicht. Oder beides. Ja, ich wollte gerade sagen, ich schätze das Erstere. Das Letztere, verzeihen. Ich schätze mal, ich bin gleich tot. Ich schätze. Schauen wir mal an die Uhr, wie viel Uhr es ist. So. Da haben wir noch ein Crack a Book. Oh, ist ja langweilig. Wieso? Ja, aber meinst du, wo ich gerade bin? In einem Crack a Book? Nein, an der Scheune. Keine Hunde. Nicht die Bohne. Tja, wären da Hunde, würde er jetzt auch rumfluchen. Ja, wahrscheinlich würde er wieder fluchen. Ne, scheiß Hunde, ne, ne. Yeah! Dann kann man es halt nie recht machen. Clawhammer Schematics! Sehr gut. Ja. So, platzender Kopf. Ich gehe jetzt in das Bookstore. Und tolle Kombination aus Benzin, Fässern und Heuballen. In der Hoffnung, da mal. So. Eigentlich immer noch weich, wenn man auf Feuerballen fällt. Jop.
ist ein Schweini. Weißt du, was ist Schweini? Das ist ein Schwein, ja. Sehr gut, sehr gut. Crossbow Schematics, die lerne ich direkt mal beide. Die Frage ist, wo ist es hingelaufen? Ah, da. Ja, vor allem kann ich ziemlich gute jetzt machen. Oh. So, da haben wir AK-Schematiken. Komm schon, das kann doch nicht wahr sein, ey. Scheiß auf die Eier. Kaum habe ich das Schwein im Visier, kommt irgend so ein Mongo-Zombie und geht mir auf den Senkel. Irgendwas ist doch immer, oder? Jetzt ist es auch schon wieder weg. Ja, da wäre halt ein Haufen Haut abgefallen. Ja. So, Reed. Sehr schön. Eine AK-47 kann ich jetzt auch machen. Nur die Materialien für. Jupp. Das ist so ziemlich bei allem so. Momentan. Ich will eigentlich nur eine Pistole. Was willst du dich denn mit einer Pistole zu tun? Na, Hauptsache es macht Bumm, ne? Ich weiß nicht, was man mit einer Pistole anstellen kann, mein Freund. Sorry. Shotgun Slug. Scheiße. Natürlich ganz weg. Och, Leute, echt jetzt. Komm schon. Was ist denn jetzt? Ah, komm schon. Guten Tag, die Dame. Tschüss, die Dame. So. Jetzt habe ich so langsam Probleme. So. Wer wollte nochmal unser... Sehr schön, Enforcer Magazine. Unser was denn? Yes! Rüstungsschmied sein. Ich. Du? Ja. Dann habe ich was Wunderbares für dich gefunden. Ich bin schon längst dabei. Was dich da sehr wahrscheinlich... Ich kann schon Rüstung in guter Qualität herstellen. Was dich da wahrscheinlich sehr erfreuen wird. Also schwere Rüstung oder leichte Rüstung? Also ja. Leder oder Panzer? Du kannst Panzer bauen? Stahlpanzer halt, ja. Ach so. Was meinst du? Ich hätte mich jetzt gefreut, du könntest das richtige Panzer bauen. Panzer! Theoretisch kann ich das tun. Ich zieh mir einfach eine Stahlrüstung an und nehme einen Raketenwerfer in die Hand, wie ein Panzer. Ja, kann man so durchgehen lassen. So, ich habe jetzt 12 mal Heid, wir brauchen noch 8. Hauptsächlich daran, dass ich mit diesen beschissenen Boneschiffs arbeiten muss. Und leider noch kein Jagdmesser habe. Was ist denn das hier jetzt für ein Quatsch? So. Also alles, was irgendwie da war, was doppelt war oder was Waffen sind, habe ich jetzt mal gelesen. Weil ich ja dadurch auch nochmal Level krieg. Und wir benutzen auch jetzt am besten mal öfter Eisenpfeilspitzen, wenn wir eine neue Schmiede haben. Wir machen einfach wesentlich mehr Schaden. So, Freunde der Nacht. Yep. Ich kann jetzt Schrotflinten bauen. Das ist schön. Yep. Das ist wunderbar. Also, jetzt kann ich es. So. Ich komme nochmal zurück, nachdem ich das Haus markiert habe. Save Waypoint. Bookstore. D8. Okay. Hä? Okay. So. Ich guck jetzt mal, dass ich zurückkomme. Tu das, Judas. Ja. Hast du denn noch die 13 Silbertaler für mich? 30, nicht 13. Waren 30 Silbermünzen. Waren es 30? Ja. Warte, 13 im Kopf. Wenn man über die Bibel herzieht, sollte man sie auch kennen. Hey, nicht jeder weiß, dass er überhaupt irgendwas in einem gewissen Betrag bekommen hat. Das ist auch wieder richtig.
Oh. Drink. So, wie sieht's aus? Sehr schön. Laufen, Junge, laufen. Run, Forest, run! Lauf, Wald, lauf. Manchmal macht er mir echt Angst. Wer? Mann, alles gut, Baldur. Also wenn du das schon sagst, dann... Merkst du was? Was denn? Nix, alles gut, Baldur. Alles schön. Warum mache ich dir Angst? Was, wer hat denn das behauptet? Nur weil ich gesagt habe, lauf, Wald, lauf? Lupus, hilf mir. Ja, da kannst du aber selber raus, Junge. Ja, das kannst du selber ausbaden. Ja, ja. So, da haben wir einen wunderschönen Friedhof samt Krypten. Ein andermal. Glas weg. Bibidi-bibidi-bibidi-bibidi-bibidi-bibidi. Da ist wohl unter die Feen gegangen, hä? Bibidi-babidi-bu. Chubidu-wap, chubidu-wap-babu. Tja. Dann möchte ich auch nicht wissen, was sein Glitzerstaub ist. Sein was? Sein Glitzerstaub. Der kommt vorne aus meinem Zauberstab. Ich könnte jetzt noch einen draufsetzen, aber nein, lass mal du. Die waren eh schon flach genug. Das ist nicht alles Gold, was glänzt, Schätzelein. Das ist wohl korrekt. Das ist auch korrekt, wenn es mir unwohl ist. Gott, sieht das so unordentlich aus hier. Wieso unordentlich? Glaubt, da ist irgendwo ein Screamer. Ich fürchte, ich werde die Nacht nicht heimkommen können. Der Screamer ist tot. Das schlecht für dich. Ja, ich könnte es gerade noch so schaffen. Ich könnte es noch gerade so schaffen. Wird schwierig. Go Baldur. Ach da, mein Gott, ist doch nicht weit weg. Ja, aber wir haben schon 20 Uhr in-game. Ja, ich dachte, du hast doch noch 2 Stunden. Ja, die sind schneller vorbei, als man meint. Aber du bist doch so nah dran. Das ist alles schneller vorbei, als wie man meint. Voll dem meinen tut so krass, ne? Ja, da sind wir. Fast daheim. Yay. So im Bunkerkeller oder hier im Keller? Hier im Keller. Alles klar. Also allgemein kann man mit der mal gut arbeiten. So, wer eine Lederrüstung möchte, oben sind 2 in der Kiste. Beziehungsweise gleich. So. Wir haben wieder da. Wenn ich das richtig sehe, fehlen uns nur die Shotgun-Parts, um eine Shotgun zu bauen. Oh. So. Naja, irgendwas fehlt hier noch. Ja, das ist wohl leider korrekt. Dai. Ja. Hier ins Bookcase lege ich mal die Sachen rein für dich. Sollte alles sein. Bitteschön. Ich guck gleich. So, und die Schmiede können wir zerkloppen. Da ist jetzt alles draußen, was nicht mehr reingehört. Okay. Case. Wie viele Eisen
So Stahlspitzen haben wir denn? Bitte? Wie viele Stahl... 58, okay. Ich sattel jetzt eh um auf Crossbow. Ja, dann, die kannst du ja auch für Crossbow Bowls benutzen. Ja, ja, das habe ich ja vor. So. Wie gesagt, wenn du eine Lederrüstung willst... Ah, hab's du schon gesehen. Die hole ich mal gerade raus. Da ist irgendwie schon wieder ein Zombie bei mir. Ja, wenn du so viel Krach machst. Kann ich auch nichts dafür. Billige Ausrede. Musst du dir den Bunker auch so weit wegbauen? Iron Crossbow Bolt. Ja, drauf. Hab ich da schon lange gedacht. So. Ich höre da schon wieder so ein Fünü. Ja, ja. Ich höre da wieder so ein Fünü-Nü-Nü rauschen, ne? Hör, wie der Wind bläst. Fünü-Nü. Das ist so wunderbar. Schön. Hast du die Bücher gesehen? Guck mal ins Bookshelf, dann weißt du, ob ich sie gesehen habe. Okay. Ich habe sie alle gelesen. Alle! Oh, ist doch gut so. Das war die Intention davon. Yay. Das hatte eine Intention. Hm, stell dir vor, ab und zu habe ich sowas. Gut, so, wir haben eine neue, Forge können wir noch nicht bauen, ne? Nein, fehlt noch 8 Heide. Ach, verdammt. Und ich bin keinem einzigen Tier unter über den Weg gelaufen. Außer dem einen Huhn, das halt keine Haut abgibt. Ja, hätte ich das Schwein erwischt, dann wäre das auch kein Problem gewesen. Nur das Problem ist halt eben... Das war das Problem. Das Problem ist halt eben, dass es das Problem war. Auch nicht schlecht. Ich hatte doch da eigentlich genau. Ja, es ist nicht schön. So, dann schauen wir mal. Crossbow. Wo ist er? Da ist er. Was brauche ich noch? Leather und Forged Iron. Ja, super. Tja, Forged Iron habe ich. Leather habe ich gerade verplempert. Immer muss er alles wegmachen, wenn man es braucht. Das ist doch immer so. Schlimm. Für was ich es verplempert habe, ne? Ja, genau, für was hast du? In einer rum, ne? Ach so. Ich hätte die jetzt nicht zwingend gebraucht, ich werde ja eh nachher wieder sterben. So, aber dann mache ich halt. Dann mache ich halt noch ein paar Stein-Crossbow-Bolts. Ist schon sehr cool. Was denn? Der Lupus hat Kohle und Nitrate gefunden. Ah, in der Höhle übrigens, wo ich drin war, gibt es da auch noch tonnenweise davon. Obwohl ich teilweise irgendwie doch so ein paar Probleme habe, hier die Sachen auseinanderzuhalten. Irgendwie. Ja, die kannst du fast noch, fast nicht mehr auseinanderhalten. Irgendwie sieht hier alles... gleich aus. Ja. Nur halt die Metallsachen glänzen so ein bisschen. Das ist der einzige Unterschied eigentlich. Ja, okay, das stimmt allerdings. Yes! Was denn? Weil es ist jetzt irgendwie schwer auseinanderzuhalten, ob in den Wänden jetzt Ressourcen drin sind oder nicht, oder... ja. Ich stelle grüne Werkzeuge her, Freunde. Na, sehr schön. So, Shotgun Shell Crafting kann ich jetzt. 762er kann ich jetzt. Fehlt nur noch... Du kannst jede standardmäßig jede Munition, die es gibt. Genau, außer die 44er, die kann ich noch nicht. Dafür muss ich noch Gunsmithy Level 40 hinkriegen. Das soll dir jetzt echt nicht das Problem sein. Nö, ich mache einfach bei Gelegenheit nochmal ein bisschen Gunpowder und dann klappt das recht flott. So, können wir noch irgendwas leveln? Ich habe noch 16 Punkte. Gut, dass du Perks nimmst. Ja, ja, das mache ich. Da gucke ich halt mal. Guy oder was weiß ich, die Outlaw oder sowas auch ganz gerne. Ja, wie gesagt, ich bin halt am gucken, was im Moment auch Sinn macht von dem, was ich habe. Treasure Hunter. Ja, von dem, was ich machen tue. Ja, Treasure Hunter, nee. Das macht in meinen Augen momentan noch gar keinen Sinn. Da würde ich auch jetzt ungern drauf gehen. Lieber auf Sachen für Verteidigung bzw. Angriff. Nee, ich habe im Moment nichts mehr, worauf ich jetzt sinnvoll noch craften kann. Weil die ganzen Nahkampfwaffen, die Blunt Weapons und so weiter, die, da will ich echt nicht drauf gehen. Die mag ich auch nicht so. Hm.
Aber da war doch irgendwas. Run, first run. Running uses terminal. Direkt auf der ersten Seite. Ja, ja, ich wollte gerade gucken, was er macht. Weniger Stamina fürs Laufen. Okay. Okay, irgendwo war doch mal. Wäre eventuell noch ein bisschen tiefer gegangen, Lukas, aber gut. Kann man ja noch machen. Das reicht doch. Der Zwischengang reicht's doch. Ja. Du bringst mir eine neue Pick vorbei. Gibt Schlimmeres, würde ich mal sagen. Bin dabei. Okay. Ja, dann spare ich halt noch ein bisschen Skill. Aber Folge rum. Was? Achtung, Trop. Edward. Oh nein, Bombe. Nicht schon wieder. Was denn? Hast du sie gekriegt, Lupus? Ja, hab ich. Gut. Alles gut. Sah gerade so aus, als wäre sie in den Boden gebackt. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Ihr dürft auch gerne unseren Channel abonnieren und mal ein bisschen drin rumstöbern. Wir zocken ja auch noch ein paar andere Games und es kommen auch ab und zu mal noch ein paar neue dazu. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski. Ciao. Tschüss.